Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans. Heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Viele haben in den Kommentaren schon nach ihm verlangt. Jetzt ist er wieder da. Die Rede ist natürlich von Roger Benoit, unser aller Lieblingsschweizer. Er hat mit Christian nach dem Formel 1-Finale in Abu Dhabi nochmal auf die Saison zurückgeblickt. Und heute schauen wir uns den ersten Auszug daraus an, was er da zum Besten gegeben hat. Natürlich haben wir damit angefangen, eigentlich mit der größten Enttäuschung der Saison, nämlich mit Ferrari, oder besser gesagt der größten Enttäuschung der zweiten Saisonhälfte, mit Ferrari natürlich. 10 Rennsiege in Folge hat Mattia Binotto einmal angekündigt im Sommer, geworden sind es 0. Im letzten Rennen konnte man trotzdem den Vize-Weltmeistertitel für Charles Leclerc noch irgendwie über die Ziellinie retten. Aber wir müssen uns trotzdem die Frage stellen, was lief falsch bei der Scuderia? Die Frage haben wir nicht nur uns gestellt, sondern natürlich vor allem Roger, und das war seine Antwort darauf. Aber dann lasst uns doch gleich mal ein bisschen näher in die Ferrari-Thematik einsteigen. Das Haus der tausend Lügen und Wahrheiten, wie du es so schön immer nennst. Das habe ich schon vor fast 50 Jahren geschrieben. Das haben wir mal der Niki Lauda und der Clay Regazzoni gesagt. Bei Ferrari darfst du keinem trauen. Sonst bist du verloren, dann musst du deinen eigenen Weg gehen. Und offenbar ist das immer noch so. Aber ist Platz 2 für Ferrari in der Konstrukteursweltmeisterschaft und Platz 2 in der Fahrerweltmeisterschaft für Leclerc, ist das eine Enttäuschung? Hättest du vor der Saison, vor den Testfahrten gesehen, Ferrari Zweiter, einige Siege, viele Pole Positions, wäre das schlecht gewesen? Schlecht kann man nicht sagen, aber man muss ja sehen, Mercedes war ja nirgends lange Zeit. Also, weniger als Zweiter konnten sie gar nicht werden und mussten am Ende ja noch zittern. Wenn Mercedes nochmals ein Brasilienrennen hingelegt hätte, hätten sie sie noch abgefangen. Das wäre ja ein Witz gewesen. Dass der Leclerc noch Zweiter wurde, das hängt auch damit zusammen, dass bei Red Bull das Team nicht gut funktioniert hat. Also da hätten sie. Darüber sprechen wir gleich noch. Hätten sie den Perez, ich glaube, der hat jetzt. War Dritter, der andere Zweiter, umgekehrt wäre auch nicht Vize-Weltmeister geworden. Gut, darüber reden wir noch. Ich sage nur zu Leclerc, wer 9 Pole-Positionen holt im Jahr und daraus 2 Siege macht, 2. Das sagt eigentlich alles. Das sagt alles über als Fahrer und das Team, oder? Und von diesen 9 Pole-Positionen, die der Leclerc geholt hat, hat 5-mal der Verstappen daraus einen Sieg gemacht. Also, nächstes Thema. Nein, du hast gesagt, machen wir nicht nächstes Thema. Du hast gesagt Fahrer und Team, aber das heißt, du nimmst den Leclerc da auch hart ins Gericht. Ja gut, der erwartet zu viel. Oder? Der erwartet von sich und von Ferrari zu viel, oder? Der sieht nur den WM-Titel. Oder? Der sieht nichts anderes. Der will einfach Weltmeister werden. Gut, kann man ja keinem vorwerfen. Nein, ist gut. Aber das muss aufgebaut werden. Das kann man nicht mit der Brechstange erzwingen. Und wenn halt dann mal was im Team nicht läuft, dann ist er stinkesauer für 2 Rennen, oder? Und bei mir fehlt einfach Ferrari, die Führung, die diesen Leclerc da nach vorne bringt. Vom Talent her ist er ja, sagen wir mal, gehört er sicher zu den Top 5 Fahrern. Und dann haben wir noch den Sainz, der zu viel Crashes macht und zu viele Hoch- und Tiefs hat. Der kann ihm auch nicht immer helfen oder will ihm nicht immer helfen. Und das ist einfach keine Einheit. Wenn du Weltmeister werden willst, musst du eine Einheit sein. Gut, Red Bull kann man sagen, ist das Team um Verstappen und der Rest ist denen eigentlich, sagen wir es mal ganz ehrlich, egal. Ja, das sagt Roger über die Scuderia. Aber bevor wir nochmal im Detail über die Zukunft von Teamchef Mattia Binotto reden, kurz mal ein kurzer Reisetipp von Christian. Während du dieses Video siehst, sitze ich wahrscheinlich wieder eingepfercht in irgendeinem Flieger oder sitze im Auto, fahre viele hundert Kilometer in Richtung Rennstrecke. Alles schön und gut, aber ein Problem gibt es öfter, den eigenen Körper.
Rücken, Hals, irgendwas findet sich immer, was nicht passt. Dafür gibt es jetzt aber die Lösung von unserem Partner Blackroll, nämlich die Fascia Gun. Mit der Blackroll Fascia Gun kannst du Verspannungen lösen, Durchblutung fördern und noch viel mehr machen. Ganz wichtig, du kannst es alleine anwenden, ist natürlich ein entscheidender Punkt, wenn man so viel auf Reisen ist. Wir sind in der Formel 1, technikgetriebener Sport, deswegen Zahlen 544 Gramm leicht, damit passt es auch ganz easy in den Koffer. Setup ist mindestens genauso wichtig wie Gewicht in der Formel 1 und da kannst du schön dran tüfteln. 4 verschiedene Massageköpfe gibt es, 4 verschiedene Vibrationsgeschwindigkeiten von 1200 bis 3200 Umdrehungen pro Minute. Und um da das richtige Setup zu finden, hast du auch einiges an Zeit, denn der Akku hält bis zu 15 Stunden. Noch mehr Informationen und interessante Daten zur Blackroll Fascia Gun gibt es in der Videobeschreibung. So viel von unserem Partner. Aber jetzt, wie schon vorhin versprochen, kommen wir zu Mattia Binotto. Viel Kritik musste er in letzter Zeit über sich ergehen lassen. Auch Roger verspart ihn nicht davon. Jetzt hört ihr, was er dazu zu sagen hat. Siehst du denn einen besseren als den Binotto? So wie ich höre, ist er ja über fast 25 Jahre bei Ferrari. Oder? Und der muss technisch auf der Motorenseite und so ingenieursmäßig, muss der absolute Weltspitze sein. Also wirklich. Also der könnte uns Porpoising erklären. Der könnte euch diese Boden und wie man die mit etwas Mogeln, sagen wir es mal Mogeln, dieses Aufschlagen auf den Boden wegbekommt, könnte er dir selbst erklären. Aber als Führungspersönlichkeit sehe ich ihn nicht. Mein 2017 war seine einzige Aufgabe oder der Sinn seines Werkens bei Ferrari, diesen Ari Vabene wegzubekommen. Das hat er geschafft, diesen Machtkampf hat er gewonnen. Nicht mehr, sage ich jetzt. Und dass jetzt natürlich Gerüchte auftauchen, weil dieser Ferrari-Präsident, dieser Elkan, der ist offenbar kein Fan von dem und da gab es schon Gerüchte. Und ich kann jetzt mal etwas verraten, was die Leute nicht wissen. Beim großen Preis von Kanada, das war glaube ich im Juni, Mitte Juni, hat mir jemand gesagt, wir mussten die ganze Nacht mit unserem Teamchef kämpfen, dass er nicht zu Ferrari geht, bei dem er ein Angebot hat. Und es kostete diese Nacht uns einige Millionen. Namen spielen keine Rolle. Also hat man im Juni offiziell schon einen neuen Mann gesucht und hat ihn aber den Wunschkandidaten nicht bekommen. Und es soll in der gleichen Woche noch ein zweiter Teamchef angefragt worden sein. Auch wieder keine Namen. Aber das sind nicht Gerüchte, sondern das sind wahre Begebenheiten. Also Sie sollen jetzt nicht sagen, es stimmt nicht, dass wir einen neuen Teamchef gesucht haben oder jetzt suchen. Sie wären sicher mit einer guten Lösung zufrieden. Also warten wir das ab. Ob alles nur am Teamchef hängt, glaube ich nicht. Das ist das Ganze, eben Haus der tausend Lügen und Wahrheiten. Und wenn da ein Fremder kommt, dann hat er es verdammt schwer. Da muss sein ganzes Team mitnehmen, damit es funktioniert. Genau, wie der Jean Todt von, wann war es, glaube 1994 bis 2008 und so, mit Schumacher, mit Rory Byrne, mit Ross Brawn. Der hat einfach gesagt, der Jean Todt, ich brauche das und ihr seid jetzt mal ruhig. Der hatte diese Ausstrahlung, der hatte dieses Charisma, diese Stärke, dies zu machen und sie sind gekuscht in Maranello. Ob das je wieder ein anderer schafft, mag ich zu bezweifeln. Ja, und ob Mattia Binotto tatsächlich aus der Formel 1 verschwindet, das erfahrt ihr wo zuerst? Natürlich bei uns. Dort könnt ihr Push-Benachrichtigungen aktivieren und dann, egal wie ihr seid, verpasst ihr nie irgendwelche News. Weder zu Binotto noch zu sonst allen wichtigen Dingen, die in der Formel 1 passieren. Ja, die Frage ist, war es das mit ihm in Maranello? Einige italienische Medien sind sich da schon relativ sicher. Es gab in der letzten Woche bereits Meldungen, dass es beschlossene Sache sei, dass Mattia Binotto am 1. Januar von der Scuderia verschwindet und
auch schon ein Nachfolger bestimmt wäre. Jetzt kam noch eine Neuigkeit dazu, nämlich wiederum aus der italienischen Presse heißt es, dass Mattia Binotto selbst einen Rückzug angekündigt hat und mit sofortiger Wirkung die Scuderia verlassen soll. Binotto hat das letzte Woche noch in Abu Dhabi noch ein bisschen anders ausgedrückt. Er sagte, es liegt nicht an ihm, was in seiner Zukunft passiert, sondern am Team und die Gespräche sind noch offen. Die Entscheidung trifft wohl am Ende, es sei denn, Binotto entscheidet selbst, die Reißleine zu ziehen. Liegt die Entscheidung wohl bei John Elkann, Ferrari CEO. Binotto ist ja seit 2018 im Team und hat es eigentlich nach seinen eigenen Vorstellungen umgebaut. Nach 2020 haben sie bis 2022 eine enorme Vorwärtsentwicklung zu verzeichnen gehabt. Deswegen wäre es doch leicht überraschend, wenn er jetzt gehen muss. Aber eben nach der letzten Saison, wo es schnell nach unten ging und man nach einem Top-Saisonstart so weit abgefallen ist, musste er sehr viel Kritik über sich ergehen lassen. Und das könnte ihm jetzt möglicherweise den Kopf kosten. Wir werden es sehen. Aber es wurde auch schon genug spekuliert darüber, wer der Nachfolger sein soll. Ein Name, den man da immer hört, das ist Frédéric Vasseur. Das ist den meisten von euch wahrscheinlich ein Begriff. Das ist der derzeitige Alpha Sauber Teamchef. Aber er ist nicht der Einzige, der da im Gespräch ist. Es wurde auch mehrfach darüber berichtet, dass sich Andreas Seidel in Gesprächen mit der Scuderia befand oder befindet. Andere unbestätigte Gerüchte haben sogar schon vermeldet, dass er der Scuderia eine Absage erteilt hätte. Wie viel davon stimmt, wir müssen es immer ein bisschen mit Vorsicht genießen in diesem Fall. Aber es gibt tatsächlich auch noch weitere Kandidaten. Laurent Mekies zum Beispiel, im Moment Sportdirektor bei Ferrari, soll auch eine Option sein. Genauso wie ein anderer Ferrari-Mann, nämlich Antonello Coletta. Der führt im Moment das GT-Programm, das Scuderia an. Aber nun seid ihr an der Reihe. Was ist eure Meinung zu Mattia Binotto? Sollte er wirklich gehen oder hat er sich noch eine weitere Chance im nächsten Jahr verdient? Schreibt es unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.